Gott, ich will schon wieder ein Haul machen. Ich weiß, bei mir gibt es schon wieder nur Standardvideos, aber egal, würde ich jetzt mal sagen. Ich will euch unbedingt meine Sachen zeigen, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Ich glaube, da ist viel von Dezember und vom Jänner dabei. Ich will nämlich versuchen, im Februar jetzt nicht mehr so viel zu kaufen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Mal schauen. Wir werden sehen. Ja, was soll ich noch sagen? Fangen wir auch gleich mal an. Ich glaube, das wird stundenlang, das Video. Weil ich habe wirklich viel gekauft. Hinter mir steht eine ganze Einkaufstüte von... Weiß ich nicht was. Also es ist echt ein Hammer, was ich in letzter Zeit gekauft habe. Ich habe mir nämlich auch von Swarovski in Pandorf... Ich habe da nämlich noch die Swarovski-Tüte aufgehoben, damit ich sie euch zeigen kann. Ich habe da nämlich die ganzen Schachteln noch drin. Ich muss das nämlich noch erst wegräumen. Ich wollte aber euch noch unbedingt die Tüte zeigen. Ich habe mir Ohrringe von Swarovski gekauft. Ich bin nämlich urlang um die rumgeschlichen. Die sehen so aus. Ich meine, jetzt ist da ein Haar dazwischen. Die sehen so aus. Die kann man auch einzeln tragen. Ich kann entweder nur das kleine Ringel tragen oder das mit dem kombinieren oder den also alles auseinandernehmen kann ich. Ich habe die nämlich... Ich habe mich so verliebt in die. Ich wollte die unbedingt haben. Mit der Maske ist es jetzt blöd, die Ohrringe zu tragen, weil ich habe die vor kurzem in der Arbeit drin gehabt und ich bin dauernd hängen geblieben. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber ich könnte es probieren, mit dem Kleinen zu tragen, dass ich das Große halt runtergib. Weil für die Videos finde ich es vollkommen okay. Ja, dann habe ich mir noch diese Kette hier. Warte, ich stehe kurz auf. Diese Kette habe ich mir dazu passend gekauft. Auch von Swarovski natürlich. Ja, das ist, glaube ich, schon mein Geburtstagsgeschenk an mich selber. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß, ich habe es im März, aber ist mir egal. Ich wollte das unbedingt haben. Ich kaufe mir Schmuck eigentlich nie selbst. Zumindest habe ich schon ewig keinen Schmuck mehr mir selber gekauft und ich wollte das einfach unbedingt haben. Ich finde das in Kombi passt so gut zusammen, wenn man das so vergleicht. Ich finde, es passt zusammen. Ja, das war das Erste und jetzt fangen wir mit den anderen Sachen an, weil ich habe schon Angst, euch die Sachen zu zeigen und sie später dann wegzuräumen. Da habe ich wirklich Angst davor. Ich bin echt schockiert, wie viel das ist. Ich habe das gemischt. Es ist was dabei von Douglas. Das habe ich mir noch zusätzlich gekauft. Ups. Es ist was dabei von Douglas, von TK Maxx, DM, glaube ich, Müller auf jeden Fall. Was ist noch alles dabei? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Ich war auch mit der Brigitte in Pandorf. Da habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Irgendwo habe ich auch einen Pullover, aber ich weiß jetzt nicht, wo der hin verschwunden ist. Keine Ahnung, wo ich den Hintern habe. Hier ist er hinter mir. Oh, er ist hinter mir. Hoppla. Den habe ich mir in Pandorf gekauft, beim Mango. Das ist ein roter Pullover. Der hat gekostet 40 Euro. Aber ich glaube, es war... Was sind irgendwelche Prozente oder so? Warum habe ich den gekauft? Einer Blödsinn, der war reduziert. Der war reduziert, genau. Der hat jetzt nur noch 26 Euro gekostet. Der sieht so aus. Das ist so ein wunderschöner, kuscheliger, roter Pullover. Den habe ich mir auch gekauft. Tragefoto könnt ihr hier sehen. Ja. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel. Meine Nase läuft. Ich hoffe, mein Papa hat mich nicht angesandelt, weil der ist so verkühlt. Nein, es ist kein Corona. Er ist so verkühlt und irgendwie hat er mich gleich angesandelt schon. So schnell kann es gehen. Ja, also es ist urviel dabei. Von Douglas, von Bahndorf, von Müller, von DM. Alles Mögliche. Und wir fangen auch gleich einmal mit Douglas, glaube ich, an. Weil das sind die Sachen, die ich euch unbedingt zeigen will. Ich war ja zweimal beim Douglas. Beim letzten Mal habe ich mir von Lancôme, das war ein Impuls gekauft, die gibt es bei Müller nämlich nicht, habe ich mir diese Augenpads mal gekauft. Ich habe nämlich die Maske auch und ich will das dann in Kombi verwenden. Also an einem Tag die Maske und dann auch das. Ich weiß, ich bin ein Junkie. Aber ich wollte es unbedingt probieren, weil... Mich interessiert, wie das ist, weil das ist ja mit diesem Genifique-Serum, was ich weiß, von Schulungen. Und deswegen bin ich gespannt, wie die ist. War jetzt nicht ganz günstig, hat 10 Euro gekostet, aber ich wollte die benutzen. Probieren, nicht benutzen. Auch benutzen natürlich, aber probieren vor allem. Dann habe ich mir gekauft ein Set. In letzter brauche ich, glaube ich, keine Mascara mehr kaufen. Ich habe das gesehen, wollte das unbedingt haben. Ich habe mir die Mascara wieder gekauft, die ich mal von Estée Lauder hatte. Das war meine Lieblingsmascara. Da sind noch zwei Produkte zusätzlich drinnen. Ich weiß nicht, ob ich mir die zusätzlichen Produkte dann behalte oder verschenke. Das weiß ich noch nicht. Mir ging es eigentlich hauptsächlich um die Mascara. Es ist auf jeden Fall eine... Was ist denn das? Das ist geil aus. Pure Color Envy. Ich glaube, das ist ein Lipgloss. Dieses rosane. So sieht das aus. Da hat sie einmal diesen Pure Color Envy Lipgloss, dann die Mascara und die Augencreme von Estée Lauder. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Ich
tue ich sie jetzt aufmachen, aber ich lasse sie lieber zu. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Ich weiß nicht, wie ich sie finde. Ich habe jetzt eh genug Augencreme. Ich werde aber vielleicht heute auch aussortieren, weil ich eben mir auch wieder so viel gekauft habe. Aber ich bin gespannt, wie die ist. Ich bilde mir ein, ich hatte die schon mal als Probe oder so. Aber ich kann auch sein, dass ich mich irre. Keine Ahnung. Ach, meine Haut juckt. Ich habe mir zweimal die eigentlich gekauft, aber ich habe einmal verschenkt an meine Arbeitskollegin, weil die hatte Geburtstag. Habe ich hier die einmal dazugeben. Ich liebe nämlich diese Augenpads. Ich habe, glaube ich, nicht mehr so viele von denen. Und ich habe nur leider die gelben gesehen. Von dieser Hollywood Skin Serie. Mal gucken, ob es die anderen noch gibt. Aber die werde ich mal wieder benutzen. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Aber Hauptsache ich kaufe es, ne? Ich habe mir von Soap & Glory. Es gibt ernsthaft wieder beim Douglas Soap & Glory Produkte. Und ich bin halb ausgetickt. Das ist jetzt der zweite Einkauf, den ich euch jetzt zuerst zeige, weil das gab es beim letzten Mal nicht, außer die Bodylotion, glaube ich. Ich habe mir dreimal das Peeling gekauft. Wer kann sich an das noch erinnern? Ich habe das Peeling damals benutzt und aufgebraucht und habe dann gejammert, dass es das nicht mehr gibt und wollte es mir eigentlich schon übers Internet bestellen, habe es aber dann gelassen, weil ich eh noch so viel hatte. Ja, ich weiß, ich habe jetzt drei gekauft, also okay. Das gibt's aber wieder. Damals war das so teuer, das hat, glaube ich, eines hat 30 Euro gekostet damals und jetzt kostet eines 10 Euro, nein, 9 Euro. Auch nicht besser. Aber besser als halt 30 Euro und deswegen habe ich mir das dreimal gleich mitgenommen. Das will ich mir gleich ins Badezimmer stellen, weil ich habe noch zwei Backups dann, die ich dann benutzen will. Und ich habe eines schon aufgemacht und habe wieder dran gerochen. Die beim Douglas war nämlich total lieb, bin ich gar nicht gewohnt, bin ich wirklich nicht gewohnt. Sie war urlieb und hat mit mir über die Soap & Glory Sachen geredet und hat mir erzählt, die sind nur aus dem Sortiment gegangen, weil sie eben die Inhaltsstoffe verändert haben, weil die halt nicht so umweltfreundlich waren und weil sie auch meistens auf vegan gewechselt ist. Boah, ich liebe dieses Peeling, ist so geil. Ich freue mich wieder, wenn ich das benutzen kann. Das riecht so geil, ich schwör's euch. Das sieht so aus und das hat so eine ganz dicke Konsistenz. Man sieht das, glaube ich, hier, es rinnt ja nicht einmal irgendwie raus. Das hat eine ganz, ganz dicke Konsistenz und ich habe das damals geliebt. Ich bin mit dem urlange auskommen. Ich liebe dieses Peeling. Ich bin so froh, dass es das wieder beim Douglas gibt, die Soap & Glory Sachen. Ich habe die ja damals so gerne verwendet. Ich habe auch vor kurzem erst die Bodylotion aufgebraucht, wenn ihr euch dann noch erinnert. Im letzten Aufgebraucht-Video, glaube ich, war das sogar. Jetzt wollte ich nachschauen, aber ich lasse es. Das war, glaube ich, im letzten Aufgebraucht-Video, wo ich die leer gemacht habe. Die habe ich ja auch sparsam verwendet, weil ich sie ja nicht leer machen wollte. Die habe ich mir jetzt nicht nachgekauft, aber ich habe mir, weil die habe ich ja jetzt benutzt, deswegen wollte ich die jetzt nicht unbedingt haben, aber ich habe mir die Body Buttercreme von Sugar Crush, von diesem Peeling, gekauft. Und auf die bin ich schon so neugierig, weil das riecht ja eigentlich erinnert mich der Duft so ein bisschen an Buttermilch-Zitrone, wenn ihr euch an den Hype noch erinnern könnt bei mir. Und das erinnert mich total daran. Und ich habe noch so viele Zuckerschnute-Duschgele. Da brauche ich natürlich was, womit ich mich einschmieren kann. Ich meine, hallo. Nein, ich wollte das jetzt nur schön reden, aber ich wollte die unbedingt haben. Ich wollte die unbedingt haben. Und weil ich in letzter Zeit so im Bodylotion-Fieber bin, wollte ich sie erst recht haben. Die beim Douglas war so, so lieb. Ich habe einen neuen Narciso Rodriguez-Duft dort benutzt. Habe ihn aber nur auf einen Duftstreifen verwendet, weil ich Narciso eigentlich nicht so ein Fan bin von den Düften. Weil von den meisten kriege ich Kopfschmerzen. Ich habe den Pudre zu Hause und irgendeinen noch. Ich weiß aber jetzt gerade aktuell nicht welchen. Das sind diese Würfel. Nicht die Verpackungen, sondern andere Verpackungen von den Flaschen, aber egal. Ich habe zwei Proben bekommen. Einmal eine Herrenduftprobe vom Narciso und einmal eine Damenduftprobe. Weil ich habe die Verkäuferin gefragt, ich habe den Duft zu probieren, war voll hin und weg von dem Duft. Das ist von Narciso Rodriguez Musk Noir Rose, heißt der. Da könnt ihr den Namen lesen. Und so sieht er aus. Ich habe mich total verliebt in den Duft. Ungelogen. Ich mag eigentlich nicht so Narciso Rodriguez Düfte. Früher schon. Na, die Probe ist aber lächerlich, oder? Naja, eingeschaut und Gold schaut mir nicht ins Maul. Ich war echt erstaunt, wie ich gefragt habe, ob sie eine Probe für mich hat, für den Duft. Hat sie zuerst nachgeschaut, hat keine gefunden. Ich habe mir gedacht, okay, ich kriege sicher keine. Weil ich das halt gewohnt bin. Jeder ist halt nicht so wie ich beim Verkauf, dass er gleich so viele Proben hergibt, weil ich finde das schön, wenn die Leute dann wieder kommen und sich freuen, dass sie das probieren konnten. Ja, ich meine, ich würde den dann sowieso bei mir eher nachkaufen, nicht beim Douglas, aber
Ich finde den Duft gut. Ich habe ihn jetzt noch nicht an mir probiert, sondern nur auf dem Duftstreifen. Und auf dem Duftstreifen hat er mir so gut gefallen. Ich habe das selten, das wisst ihr, dass ich nach einer Probe gefragt habe. Und die Verkäuferin, wie gesagt, war urlieb, hat nach einer Probe gesucht, ist sogar extra nach hinten gegangen, hat eine Probe für mich geholt. Und ja, hat mir dann die für den Herrn auch noch dazu gegeben. Finde ich voll süß. Finde ich wirklich süß. Letztens habe ich nämlich Soap & Glory Sachen nochmal gekauft. Da war der Stefan mit mir. Und da habe ich, glaube ich, keine Proben gekriegt. Ich meine, ich habe speziell danach gefragt, aber ich hätte letztens auch mehr fragen sollen, ob sie mehr geben kann. Mache ich nächstes Mal. Naja, ich hoffe, dass es so schnell kein nächstes Mal mehr gibt, aber okay. Noch mehr Soap & Glory. Das erste Mal, wie ich es gesehen habe, bin ich ja halber hyperventiliert, da war der Steffen mit mir im Donauzentrum. Das war an den einen Einkaufssonntag, wo die Geschäfte offen hatten, weil ja ein Lockdown war. Hatten ja in Wien, ich weiß nicht, ob es überall so war, aber in Wien hatten ja dann fast alle Geschäfte offen an einem Sonntag und ich bin da shoppen gegangen, weil ich bin also Schneider gewesen. Ich habe die ganze Zeit offen gehabt, also wie bei Müller. Also ich habe mir gedacht, das gönne ich mir und fahr shoppen, mir wurscht. War aber die Hölle, war wirklich die Hölle, würde ich nicht mehr machen, glaube ich. Und da habe ich mit dem Stefan, im Douglas, eben die Soap & Glory Produkte gesehen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es damals eine Vanille Shea Butter gab. Wie heißt denn? Ah nein, Almond und Vanille heißt die Serie. Schaut so aus. Riecht mega. Ich werde jetzt nur in dem Duschgel riechen, weil das ist jetzt nicht so schlimm, wenn das mal offen ist. Boah, wie das riecht. Boah, das riecht so geil. Das riecht so geil. Ich liebe den Duft. Ich liebe den Duft. Oh, die Verpackung. Also, ich bin so happy, dass es Soap & Glory wieder bei uns gibt. Da bin ich so, so happy darüber. Das kann sich keiner, glaube ich, von euch vorstellen, wie happy ich darüber bin. Deswegen die vielen Sachen, die ich mir gekauft habe. Aber ich muss zugeben, die habe ich mir nicht selber gekauft. Die hat der Stefan mir bezahlt. Hat er gesagt, will er meine Freunde machen und hat mir die Sachen gekauft. Und die Kokosreihe habe ich auch. Ich ärgere mich aber jetzt irgendwie, dass ich mir nicht die Body Butter davon genommen habe. Warum nicht? Warum habe ich mir die Body Butter davon nicht genommen? Wahrscheinlich, weil es Kokos ist und weil man es im Sommer benutzt. Ich habe mir die Kokoslinie auch ausgesucht, habe auch das Peeling dazu genommen. Da habt ihr einmal das Duschgel davon. Das sieht so aus, das riecht auch urgeil. Also, na, ich bin so verliebt. Ich hoffe, ich kann das bald benutzen. Ich weiß nicht, ob es erst kauft, aber ich will das unbedingt benutzen. Dann die Bodylotion habe ich mir dazu genommen. Sieht so aus. Oh, geil. Also die Verpackung, der Duft, ich liebe Soap & Glory. Und das Peeling habe ich mir auch dazu genommen. Da ist überall mein Haar dran. Das sieht so aus. Auch von derselben Serie. Bin ich schon urgespannt, wie das ist. Weil das Zitrone, das kenne ich ja und das kenne ich noch nicht. Also bin ich echt neugierig, wie das ist. Beim Müller habe ich mir von Catrice so einen Roll-On wieder gekauft. Das ist der aus dieser, das sieht man überhaupt nicht in der Verpackung. Ich weiß nicht, ob ich den auspacken kann. Oh ja, gehen wir das mal weg. So sieht der, wie kriegt man denn den raus? Der war aus einer Limited Edition. Ich finde, der schaut aus wie so ein Zauberstab aus meiner Kindheit. Ich weiß, das sage ich zu vielen Dingen. Okay, das kann ich später auch noch machen, wenn ich nicht die Kamera anhabe. Ich habe mir den unbedingt kaufen wollen. Ich weiß nicht, der kühlt jetzt nicht so wie mein... Na oh ja, er kühlt doch. Er kühlt jetzt nicht so extrem wie der Roll-On von Cadea Vera. Aber ich finde den so geil. Das erinnert mich voll an meine Kindheit. Der hat auch so Sternchen drinnen. Seht ihr das? Der ist so genial. Und die Verpackung war auch so süß von dem. Machen wir noch Müller. Da habe ich mir nämlich sehr viele Sachen gekauft, muss ich zugeben. Ich habe mir eine Tuchmaske gekauft, die ist jetzt neu bei uns bei Müller. Das ist die Berry Sweet Tuchmaske. Sieht so aus, habe ich leider noch nicht benutzt, aber könnte ich mal benutzen, damit ich weiß, ob ich sie dann bunker oder nicht. Die Verpackung ist auch mega süß, erinnert mich an die, was ich euch in dem Aufgebraucht-Video herzeigt habe von Balea. Ich finde die Balea trotzdem vom Design noch ein bisschen schöner, aber trotzdem spricht mich das total an. Spricht mich wirklich total an. Dann habe ich zwei Badezusätze von Terra Naturi gekauft. Ich probiere es jetzt nochmal mit Terra Naturi. Die sind nämlich reduziert. Ich glaube 70 Cent oder so kosten die nur noch. Einmal Me Time. Der sieht so aus. Was haben wir drinnen? Mit Meersalz und Jojobaöl. Mandelmilch und Hibiskus ist das. Weil wenn die dann gut sind, kaufe ich mir die wieder nach. Der interessiert mich extrem. Da steht Zitrone und Buttermilch drauf. Ihr wisst, ihr kennt's mich. Dass ich den noch nie entdeckt habe, wundert mich. Ich räume da hinten so selten weg. Den würde ich mir nämlich bunkern.
Mal gucken, ob ich den bestellen kann. Tuchmasken habe ich mir auch gekauft. Von Garnier hätte ich mir nicht unbedingt kaufen brauchen. Ich brauche unbedingt ein Kaufverbot. Ich weiß, ihr werdet jetzt alle lachen, weil ihr kennt mich und ihr wisst, ich werde das niemals durchhalten. Aber ich will das wirklich schaffen. Ich will das wirklich schaffen, 2 Monate mal nichts zu kaufen. Also Jänner und, Blödsinn, Februar und März. Weil Jänner, seht ihr ja eh, habe ich ziemlich übertrieben. Es war auch von Dezember auch noch ein paar Sachen, weil dieses Sternchen-Ding ist ja logisch, dass es von Dezember war. Aber ich will unbedingt versuchen, im Februar und März nicht mehr so viel, also gar nichts zu kaufen, gar nichts. Und dafür belohne ich mich aber mit was. Ich muss mir überlegen, mit was. Da überlege ich mir was. So, Tuchmaske habe ich mir gekauft, hätte ich ja nicht unbedingt brauchen, aber da war eine Aktion drauf, deswegen habe ich die mitgenommen, weil die sind doch neu und ich wollte sie unbedingt probieren und ich habe so ein Aloe Vera Dick in letzter Zeit, deswegen habe ich die Garnier Aloe Vera mitgenommen und diese neue Zitrone. Dann habe ich entdeckt von Yuti die Augenpads in Herzform. Die hat es bei uns nie gegeben. Die hat es ja letztes Jahr auch schon zum Valentinstag gegeben. Ich glaube beim DM, aber bei uns nicht. Ich glaube nur in Deutschland. Und ich wollte die unbedingt haben und jetzt gibt es das endlich bei uns bei Müller. Und ich habe mir eine nur mitgenommen, weil die sind schon relativ teuer. Da kostet eines 1,49. Finde ich ein bisschen happig. Ich habe mir von Oral-B 2 Zahncremen noch mitgenommen. Da waren nämlich minus 20 oder 30% drauf und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Sollte ich aber auch ein bisschen aufhören mit dauernd Zahnpflegesachen zu kaufen. Ich habe nämlich beim TK Maxx habe ich die beiden mir gekauft, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die sind, weil wir haben die bei Müller auch, aber ich habe die halt nicht benutzt, weil die dort gekauft, weil die dort zu teuer sind. Dort haben sie jetzt auch 3 Euro gekostet, das ist auch nicht die Welt, aber ich wollte die unbedingt mal probieren, weil ich finde die Verpackung schaut so interessant. Also sie spiegelt zwar extrem, aber ich finde die Verpackung mega interessant. Aber wir werden sehen, wie ich die finde. Weil eine Freundin hat mir schon geschrieben, die hat eine aufgebaut, sie hat gesagt, sie fand die nicht so geil. Wir werden mal sehen, wie ich die finde. So, dann habe ich 2x Handseifen mir mitgenommen von TK Maxx. Ich darf da nicht mehr reingehen. Ich nehme irgendeinen Scheiß mit, der mich interessiert. Die riecht aber urgeil und ich finde die Seife voll mega von der Größe. Ich meine, schaut euch die Größe an, das sind 500 ml Seife. Und das für 3,99 € finde ich irgendwie okay. Da steht jetzt, dass der Originalpreis 8,50 wäre. Ich meine, ich kenne die Marke nicht, aber ich fand die Duftrichtung und die Verpackung so genial. Ich weiß nicht, ob ich mir dann auch den Bumspender aufheben würde. Bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht den Himbeer. Also die habe ich mir auch gekauft. Finde ich auch mega. Aber mal schauen. Ich habe mir auch ein Peeling gekauft. Hätte ich auch jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber ich fand die Verpackung so geil und mich hat die Verpackung so angesprochen. Deswegen habe ich es mir mitgenommen, das Peeling. Hat jetzt 6 Euro gekostet, war jetzt nicht so günstig. Aber ich fand die Verpackung so mega geil. Und die Duftrichtung fand ich auch so interessant. Weil das so nach Schoko und Karamell ausschaut. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ist auch verschweißt. Deswegen, ich lasse es auch noch zu, weil ich habe noch so viele andere Peelings. Vielleicht, wie gesagt, ich habe sowieso vor, auszusortieren. Die Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt verwenden will, werde ich jetzt demnächst mal aussortieren. Sage ich immer wieder, ich weiß. Schande über mein Haupt. Aber ich werde es versuchen, Sachen auszusortieren. Versprochen. So, Duftkerzen, die riechen extrem geil. Ich habe mir eine Duftkerze gekauft von Glade. Das ist die Vanilla Karamell Cookie. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die habe. Aber die riecht so geil. Ist leider Limited Edition. Aber die riecht so göttlich. Die ganze Wohnung riecht danach, wenn die nur irgendwo steht. Das ist echt unpackbar. Ich bin gespannt, wie die ist, wenn ich sie anzünde. Aber das werden wir dann noch sehen. Wie gesagt, ich habe mir auch die Meridol, das Doppelpack wieder gekauft, das ist sogar original zu. Habe ich mir auch wieder nachgekauft. Habe ich ja vor kurzem eine aufgebraucht. Ich habe noch ein Backup von der Nivea Indus Lotion, die habe ich mir auch wieder nachgekauft. Dann habe ich ganz viele Reinigungstücher gekauft, weil ich hatte, einmal waren sie in Aktion. Das sind ja die, was ich mir immer kaufe. Ich habe die schon überall gesucht, weil ich habe keine Packung mehr gehabt im Backup-Schrank. Und habe die überall gesucht und ja, ich habe Gott sei Dank die damals um 99 oder 89 Cent gekauft. Dann war auch eine Prozentaktion. Ja. Und die neue Variante, diese Limited Edition, glaube ich, hieß das. Oder ist die gar nicht Limited Edition? Steht gar nicht drauf. Aber, oh ja doch, steht. Ich bin echt scharf. Aber man sieht, wie kann man das übersehen? Die sind die neuen Limitierten. Die habe ich mir 2x mitgenommen. Da gebe ich jetzt eine dann ins Badezimmer, weil ich brauche dann eine. Weil ich ja die andere leer gemacht habe, bin ich gespannt, wie die sind. Ich bin echt gespannt.
ich habe noch irgendwo Ampullen und ich glaube, ich habe die draußen vergessen. Die muss ich dann noch holen, weil ich habe da gerade ein paar nur dazwischen. Ich habe mir ja wieder das Peeling gekauft von Collister. Das kaufe ich mir ja immer wieder nach. Das wisst ihr jetzt schon auswendig. Ich war echt böse. Ich war wirklich, wirklich böse. Ich habe mir Duschgel gekauft. Aber die gehen aus dem Sortiment und wurden bei uns reduziert. Ich habe für das, glaube ich, 70 Cent, für das 1,50 und das 2 Euro, glaube ich, zahlt. Und das war auch reduziert um 4 Euro und ich wollte das noch unbedingt haben. Ich habe die andere Variante zu Weihnachten bekommen und wollte unbedingt das mit dem Fuchs haben, weil ich das so süß fand. Das ist extrem süß, deswegen wollte ich es unbedingt haben. Und das riecht auch geil. Ich überlege, ob ich mein zweites nehme. Ah, das riecht mega. Das riecht wirklich mega geil. Das sieht so aus mit dem Fuchs. Das ist so, so süß. Ich habe schon ewig keinen Jekyll Moon mehr gekauft, weil ich ja noch so viele hatte. Aber leider habe ich mir doch eins gekauft. Das haben mir so viele geschickt. Und ich habe mich immer geweigert, das mir zu kaufen. Aber jetzt habe ich um 70 Cent, habe ich mir gedacht, okay, nehme ich es mit. Das ist von Fadas Lama Loops Duschgel. Winterlicher Vanilleduft. Viele haben gesagt, das würde mir gefallen. Mal gucken. In der Verpackung riecht es interessant. Wir werden sehen, wie ich es dann finde, wenn ich es dann benutze. Dann habe ich noch die beiden. Bei dem bin ich mir auch noch nicht sicher, wie ich es finden soll. Deswegen wollte ich es unbedingt haben. Das ist Grapefruit Ingwer von Duschstars. Ich mochte die Duschstars ja damals so gerne. Oh, das habe ich nämlich noch runtergegläselt und jetzt habe ich das auf der Hand. Ich mochte die von Duschstars wirklich gerne. Und von Nature Box hatte ich noch nie ein Duschgel. Und das erinnert mich an irgendwas von meiner Kindheit. Ich komme aber nicht drauf. Irgendein Haribo oder so. Das riecht so geil. Ich hatte noch nie ein Nature Box Duschgel. Ich bin gespannt, wie das dann in Kombi mit meiner Haut ist. Wir werden sehen, wie ich es finde. Dann habe ich mir Pinsel gekauft. Ich weiß, ich bin der Wutschank. Ich muss unbedingt meine anderen Pinsel waschen. Von Essence habe ich mir Pinsel gekauft. Die sehen einmal so aus. Und die lasse ich aber da stehen. Und einmal so. Das sind jetzt die mit diesem Glitzer. Dann habe ich mir noch Kerzen gekauft beim Action. Das ist diese Airwick-Kerze gewesen. Da ist mir gleich mein Duschgel runtergeflogen. Das war eine Airwick-Kerze, die habe ich mir zweimal mitgenommen. Ich darf echt keine Sachen mehr kaufen, gell? Ich muss wirklich mal aufbrauchen. Dann habe ich mir beim Action Kopfhörer mit Avocado gekauft, weil ich ja wieder ins Fitnessstudio wollte und die ja eigentlich benutzen wollte, aber ja. Sieht man ja, wie gut das hinhaut. Das hat mir der Stefan, glaube ich, gekauft. Beziehungsweise wir haben es für uns gekauft. Das ist von Lush ein Duschgel. Jocknock oder so heißt das? Genau. Jocknock, glaube ich. Uns hat das beiden vom Duft am besten gefallen. Wir verwenden ja gerade von mir das... ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Aber das war so ein... Das habe ich einmal aufgebraucht auch gehabt. Ich habe das eh auch sicher bald leer. Zeige ich euch dann hoffentlich im nächsten Aufgebraucht-Video. Aber... Ich finde Lush-Duschgele gar nicht mehr so schlecht. Das Einzige ist, man muss sie sofort benutzen, weil die kann man nicht lange aufheben. Weil ich hatte ja dieses Almond-Ding, das war furchtbar. Das habe ich, glaube ich, zu lange aufgehoben. Aber da bin ich schon gespannt, wie das dann auch auf der Haut riecht. Dann habe ich noch eine Cadea... Ah, das ist diese Kaktusmaske von Cadea Vera. Dasselbe Design wie diese mit diesem Shake drauf. Auf die bin ich echt gespannt, wie die ist. Ich bin mir eigentlich, hatte die schon mal, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Schnelltrocknerlage Lackspray habe ich mir auch wieder gekauft. Zweimal sogar. Einen habe ich aber schon in Verwendung. Dann habe ich die Good Night Maske mir gekauft. Von Cadea Vera. Das Design ist auch so süß mit den Sternchen drauf. Die habe ich mir auch gekauft. Dann von Schäbens, da war ich beim Biber, glaube ich, mit meiner Freundin. Die habe ich dann beim Biber, wir haben die komischerweise beim Müller nicht. Ich sehe die in urviel aufgebraucht Videos und auf Instagram, aber wir haben die beim Müller nicht, diese Augenpads von Schäbens. Und ich frage mich, wieso. Ja, die habe ich jetzt auch mal mir gekauft. Mal schauen, wie die sind. Hatte ich nämlich noch nie, weil es bei uns ja nicht beim Müller gibt. Irgendwie verschwindet mein Licht schon. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. Spinnen schon. Das heißt, zwei und das Licht verschwindet schon so. Super, oder? Ich habe mir vom Müller auch mitgenommen, die Terra Naturi Zahncreme. Ihr wisst ja, die liebe ich. Die stellen das jetzt nur um. Deswegen habe ich mir die sicherheitshalber gekauft, weil die wird sicher länger nicht geben, weil es ja auch in letzter Zeit so viele Probleme gibt mit, dass wir Ware bekommen. So. Dann habe ich mir noch genommen... Berry, also noch die zwei Masken habe ich jetzt noch einmal. Interessant.
Dann nochmal die Gute-Nacht-Maske und ein Badezusatz von Bilou. Habe ich mir auch mitgenommen. Der ist nämlich nur noch um 1 Euro. Und um 1 Euro nehme ich ihn mit. So, dann, da habe ich im Aufgebraucht-Video euch ja die Mango-Badekugeln von Action zeigt. Da habe ich jetzt diese Pumpkin, wie heißen die? Give him Pumpkin to talk about. Oh, okay, jetzt hat es gepasst. Da habe ich mir die Badekugeln mitgenommen und das Peeling, weil wisst ihr, ich bin ein Peeling-Junkie. Das habe ich mir auch mitgenommen. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich habe noch nicht dran gerochen. Oder habe ich dran gerochen? Oh, man kann gar nicht dran riechen. Ich bin gespannt, wie das ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Lassen wir sich überraschen. Dann habe ich beim Action ein bisschen übertrieben. Ich werde da aber auch ein paar, glaube ich, verschenken. Masken. Tuchmasken. Also das ist echt gestört, oder? Das ist wirklich gestört. Da bin ich sogar ein bisschen schockiert über mich selbst. Ich laber schon eindeutig zu viel und zu lang. Ich habe mir extrem viele Tuchmasken mitgenommen. Ich bin wirklich schockiert über mich selber. Ich habe auch von den meisten alles doppelt mitgenommen. Die sehe ich so oft auf Instagram und erwische sie nie. Habe ich mir zweimal die Ariel-Maske mitgenommen. Ich trottel. Zweimal die Belle. Und ich finde die Verpackungen von denen so wunderschön. Zweimal die Belle. Und zweimal die Pocahontas, weil die sieht man ja auch nicht so oft. So, zweimal Pocahontas. Ich bin echt ein Junkie. Wirklich, ich krieg schon wieder Haarausfall von Lotte. Ja, dann habe ich mir dreimal diese Lip Patches gekauft. Die schauen so aus. Die haben aber mal anders ausgeschaut, oder? Aber da werde ich heute schon mal eins benutzen, damit eines mal in Verwendung ist, weil das hat ja eigentlich gegen die Munddecken geholfen. Mal gucken, ob es wirklich wirkt. Da halte ich euch noch auf dem Laufenden. Dann habe ich noch die zweimal gekauft. Das ist eine Sherry. Das ist so eine koreanische, glaube ich. Die habe ich mir auch gekauft. Bin gespannt, wie. Ich mag ja die Action-Tuchmasken. Ich finde die wirklich gut. Dann habe ich mir zweimal eine Katze gekauft. Wer kann denn das sich an das Aufgebraucht-Video noch erinnern? Ich fand die ja so genial, diese Skelett-ähnliche. Und da gibt es jetzt eine Katze. Und irgendwas habe ich, glaube ich, noch. Genau, und die habe ich mir auch genommen. Einen Löwen. Ich glaube, die werde ich in Stefan raufknallen, weil er mag eh Löwen. Ich glaube, die werde ich ihn benutzen lassen. Vielleicht benutzt du mit mir dann Tuchmasken, weil die Bitty sagt auch immer, ich soll mit ihm das gemeinsam machen. Vielleicht sollte man das wirklich mal machen. Ich werde die Löwe auf die Seite geben und dann gebe ich ihm die. Weil sie hat auch gesagt, ihr Freund benutzt ja auch so gerne jetzt Tuchmasken. Aber halt nur die mit diese witzigen Dinger. Vielleicht mache ich das einmal mit ihm. Vielleicht mache ich das mal mit ihm. Dann kriegt er den Löwen. Die habe ich zwar nur einmal, aber ich finde die von Action wirklich urgeil. Und die habe ich jetzt neu entdeckt von Action. Da gibt es eine mit Avocado und die andere ist mit Granatapfel. Das sind nämlich auch Augen, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber das schaut ein bisschen komisch aus, oder? Das schaut aus wie eine Augenmaske, aber jetzt beim genaueren Hinschauen. Da bin ich echt gespannt, wie das ausschaut. Oder ist das eine normale Tuchmaske und die hat nur so ein Muster? Nein, ich halte euch auf den Laufenden, wie sie sind, wenn ich sie aufbrauche. Wirklich übertrieben. Ich habe dann noch ein Deo, was im Stefan gehört. Ich habe ganz vergessen, dass ich ihm da noch eins gekauft habe. Gut, dass ich das jetzt gefunden habe, weil dann hat er ein Backup. Eine Duftprobe habe ich noch bekommen. Die mag ich aber leider gar nicht, die werde ich verschenken. Gekauft bei Müller habe ich mir so Strümpfe. Ich bin ja, ihr wisst, ich darf ja gar nicht, ich zeige euch jetzt nur die, ich darf ja gar nicht herzeigen, was ich Socken gekauft habe wieder, da fragt euch ja, ob ich einen Schaden habe. Die zeige ich euch lieber gar nicht, weil das ist ja nicht mehr normal. Aber die finde ich ganz schön, weil ich mag das dann im Sommer, weil ich habe so Ballerina-ähnliche Schuhe in der Arbeit und das, ich habe die schon mal angehabt auch. Und ich habe mir eine zweite Packung gekauft, weil die reißen sich ja schnell. Ja. Und ich habe die mir nicht beim Müller gekauft, da war beim Donauzentrum, gab es einen Mini-Happy-Socks-Stand und da habe ich mir die gekauft. Das sind so Kirschensocken. Habe ich in Stefan auch mitgenommen. Dann habe ich ein großes Seifenproblem, glaube ich, gehabt. Ich habe mir beim Müller, weil es da Prozente drauf gab, mit der App, habe ich mir da ein paar Mal die Seife mitgenommen. Ich fürchte mich jetzt schon, ich schwöre es euch, ich fürchte mich. Ich fürchte mich furchtbar. Egal. Da habe ich einmal die Limette von Fa. Ich muss aufpassen. Dann habe ich zweimal die Kokos mir mitgenommen. Eins, zwei. Und zweimal die Orangenduftseife. Die schaut sowas zweimal. Ja. Dann waren wir in Pahndorf, da war ich in dem Mana-Shop drinnen. Ich habe ganz vergessen, dass ich die noch habe. Ich habe mir urviele Sachen gekauft. Ich habe mir Magnete gekauft, die wollte ich euch eigentlich auch zeigen, aber ich habe die schon am Kühlschrank. Von Kokos, also von den
Kokos. Von den Rumkugeln habe ich mir den Magneten gekauft und von den Schokobananen. Von den Schokobananen muss ich aber den Magnet ankleben, weil der ist runtergegangen. Und die haue ich mir jetzt dann in den Kühlschrank und werde die dann trinken. Das sind so Likör-Spezialitäten mit Schokobanane, Mana-Schnitte und Rumkugeln. So sehen die aus. Habe ich mir mal mitgenommen, um zu probieren. Erst wollte ich sie mir so einzeln kaufen, dann habe ich das Set gesehen, habe ich mir das Set genommen. Ich bin gestört, aber egal. Wem interessiert's? So, dann muss ich jetzt mal gucken, was ich euch da als erster zeige. Wir waren ja in Pahndorf, wie gesagt, und da habe ich mir zwei Sachen in einer kleinen Parfümerie gekauft. Einmal, ich sage, ich habe genug Mascaras jetzt. Aber das habe ich mir nicht nur wegen der Mascara gekauft, sondern auch wegen den kleinen Proben, die drin waren. Da ist von Clarence eine Mascara drin, das hat nur noch 23 Euro oder so kostet. Da ist die Augencreme zusätzlich dabei und diesen Primer, den ich schon ewig probieren wollte. Von dem schwärmen so viele und ich bin gespannt, wie der ist. Ich bin so, so gespannt. Wir hatten mal eine Kollegin, die war bei uns zur Einschulung und die hat das immer wieder nachgekauft und hat uns erzählt, wie gut das ist. Und ich war mir ehrlich gesagt so geizig, das ganze Ding zu kaufen. Und im Bahndorf habe ich jetzt gesehen, dass sie so ein Set haben mit dem. Habe ich nicht lange überlegt und habe es einfach gekauft. Weil die Mascara würde ich auch gern probieren. Und die Augencreme, entweder ich verschenke sie oder ich benutze sie selber. Mal schauen. Ich habe von Hermes Twilly mir das Duschgel gekauft. Das kann ich auch endlich dann ins Badezimmer stellen, da freue ich mich schon drauf. Ich habe erst überlegt, ob ich es mir überhaupt nehmen soll, aber bei uns in Österreich gibt es es ja nicht mehr. Und ich habe mir auch die Bodylotion bestellt, beichte ich euch gleich. Ich habe sie mir nämlich bestellt, dann war sie nicht lieferbar und jetzt auf einmal ist sie also gibt es sie nicht mehr im Sortiment und meine Bestellung wurde storniert, was ich beschissen finde. Ich habe mir aber das Duschgel gekauft, ich habe die kleine Bodylotion aktuell in Verwendung, bei der bleibe ich auch. Und ich weiß nicht, ob ich das Duschgel jetzt dann schon verwenden soll oder warten soll, bis ich dann meine große Bodylotion habe. Wir werden sehen. Wie ich die kleine Bodylotion aufbrauche. Mal gucken. Ich war sehr böse und habe mir noch mehr Parfum gekauft. Ich habe mir mit dem einem Gutschein von der Bianca, habe ich euch irgendwo schon mal erzählt, habe ich mir von Mugler Angel Ice Star den Duft gekauft. Der sieht so aus. Der riecht so gut. Ich habe mich so verliebt in den. Normalerweise mag ich keinen Mugler Düfte, ihr wisst das. Aber der neue, der gut ist und der, das sind zwei, die was wirklich, wirklich gut sind. Dann im Pahndorf bleiben wir noch kurz. Da habe ich mir nämlich, ich habe mir die Kerze nachgekauft. Die hat ohne Scheiß 80 Euro gekostet. Aber ich wollte die haben unbedingt. Ich weiß, ich habe sie erst vor kurzem zu Weihnachten bekommen. Aber jetzt kann ich die von Weihnachten abbrennen und dann die als Backup behalten. Ich bin gestört. Ich bin gestört. Aber wir reden nicht drüber. Dann beim Donauzentrum gibt es ja ein Notino-Geschäft. Und ich habe mir, nicht die Proben, ich habe mir die Maske wieder gekauft. Ihr wisst ja, ich habe von der so geschwärmt. Ich habe mir von Biotherm die Wondermood-Maske wieder nachgekauft, weil die gibt es nicht mehr bei Müller. Und dort hat es das noch gegeben und sie war reduziert, glaube ich sogar. Ich habe leider keine Rechnung mehr. Von gar nichts habe ich die Rechnungen mehr leider. Aber sie war reduziert und dort gab es das, also habe ich sie mir gekauft. Ich habe auch zwei Proben bekommen. Einmal das Aquasource Gel als Probe. Und einmal die Blue Therapy Probe. Ich bin so happy, dass ich Proben gekriegt habe. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so der Biotherm-Fan bin, aber trotzdem bin ich happy, dass ich die Sachen gekriegt habe. So, dann. Wir haben einen Gutschein bekommen. Und damit habe ich mir das hier gekauft. Tom Ford. Der Noir Extreme. Der eigentlich ein Herrenduft ist. Ich packe ihn euch mal aus, damit ihr den sehen könnt, wie er ausschaut. Ja, ich weiß, ich bin komplett irre in letzter Zeit. Ich bin wirklich komplett irre. Aber wenn mir was gefällt, dann zahle ich das Geld gerne. Der hält auch wirklich, wirklich lange auf der Haut. Ich habe den vor kurzem erst getragen. Und der hält so bombenmäßig auf der Haut, dass ich den einfach haben wollte. Und so sieht er aus. Man sieht, dass es ein Herrenduft ist, aber das ist mir egal. Ich liebe den Duft. Der ist so... Ich meine, da, wenn man so an dem Stöpsel riecht, dann riecht er schon sehr extrem nach Herren. Aber wenn ich ihn oben habe, der entwickelt sich so genial bei mir, dass ich bin verliebt in den Duft. Ich bin einfach verliebt in den Duft. Ich habe noch die ganz große Größe gekauft. Wer hat's, der hat's, ne? Die ganz, ich meine, das Einzige, was mich stört, ist, dass er halt so Fingerabdrücke immer oben hat. Der heißt Tom Ford Extreme Noir. Ich wollte ihn unbedingt haben. Ich sag's euch, wie es ist. Ich wollte ihn unbedingt haben. Der Stefan, glaube ich, hat ihn auch benutzt, aber ich glaube, er mag den Lost Cherry lieber. Jo. Habe ich mir gegönnt. Auch ein Teil von meinem Geburtstagsgeschenk. Weil ich fand den einfach geil.
Ich habe so geschwärmt von denen, ich habe nur noch davon geredet. Und dann hat es eben geheißen, wir kriegen einen Gutschein und mit dem habe ich den eben gekauft. Er ist ja leider jetzt teurer geworden. Der kostet ja jetzt 162 Euro. Bei mir hat er noch 158, weil ich habe ihn ja in der Zeit bestellt, wo er 158 kostet hat und ja. Aber trotzdem teuer, oder? Trotzdem verdammt teuer. Aber man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. So, dann habe ich noch Ampullen und dann habe ich noch was anderes, was ich euch zeigen will und dann haben wir es geschafft. Ja, und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Wenn ich irgendwas vergesse, tut es mir leid, aber dann haben wir es geschafft. So, vor den Ampullen zeige ich euch noch Pinsel, die ich mir gekauft habe. Wer hätte das jetzt gedacht? Die habe ich mir auch gekauft. Da ärgere ich mich, dass ich nicht gewartet habe. Ich habe die mir nämlich mal zum regulären Preis gekauft und hätte einfach nur warten sollen. Jetzt habe ich die, das sind die mit diesen Blumenstängeln da. Jetzt habe ich die um 2 Euro oder 4 Euro gekriegt, also ich hätte warten sollen. Das mache ich in Zukunft immer jetzt. Ich warte lieber, bevor ich mir irgendwas wieder kaufe, was dann eh reduziert ist. Zumindest bei den Sachen, wo ich es halt ähnlich weiß. Ich habe mir auch ein bisschen Schminke geleistet. Ich weiß, hätte ich eigentlich auch nicht braucht, aber ich wollte die Sachen unbedingt haben. Ich habe mir aus der neuen Limited Edition Sachen gekauft. Ich habe da irgendwo noch diese... Das ist diese Catching Clouds LE. Da ist ein... Das sieht man nicht mal, oder? Jetzt da, oder? Das ist diese Catching Clouds Limited Edition. Das war der Primer, den habe ich mir gekauft. Ich weiß, ich habe so viele Primer, eigentlich hätte ich ihn nicht gebraucht, aber ich wollte den unbedingt haben. Und den Inner Eye Brightening Pen habe ich mir gekauft. Dreimal gleich. Ich hoffe, der ist gut. Ich meine, man erkennt den gar nicht, wenn man nichts sieht davon. So, von Essence auch. War auch in dieser Limited Edition, habe ich mir gekauft. Und von der Limited Edition habe ich mir diese Sticker gekauft, diese Perlensticker. Ich finde sie aber nicht. Ich habe sie. Wenn man nur die Augen aufmachen würde. Ich finde die nämlich so süß, erstens einmal. Und ich habe einen Haarreifen, wo mir eine Perle rausgebrochen ist damals. Und ich habe die nur gekauft, damit ich den Haarreifen wieder tragen kann. Weil ich die Perle dann reingeben kann. Ich bin so ein schlauer Fuchs. Nein, ganz... Ich habe da gerade was wegpusten müssen, sorry. Ganz ehrlich, mich hat die Bitty draufgebracht, dass ich dann die dafür verwenden kann. Aber warum nicht? Dann habe ich mir von Maybelline 2 Lippenprodukte gekauft. Und eigentlich kaufe ich mir ja keine Lippenprodukte mehr nach, aber... Wenn die Mascaras auch so scheiße sind von Maybelline, die Lippenprodukte, dann lasse ich es gleich fallen. Die Lippenprodukte sind gut. Ich habe mir einmal... Es gibt ja so eine Kollektion jetzt aktuell mit Sternzeichen. Und ich habe mir da 2 Produkte gekauft. Einmal den in Lila und einmal den in Nude. Ich bin in Sternzeichen Fisch, meine Mama war Skorpion. Und mir hat die Farbe ja so gut gefallen. Und die Farbe wollte ich schon immer mal haben. Ich habe nämlich vor kurzem den 50 Shades of Grey gesehen und irgendwie habe ich das Gefühl, die Farbe ist so ähnlich wie die, die da ist. Auf der Verpackung nicht, aber sie hat ein paar Mal in dem Film, ich glaube im zweiten Teil ist das, hat sie ein paar Mal so einen lila Ton drauf und der schaut ähnlich aus wie der. Und ich konnte diese Farbe nicht mehr aus dem Kopf kriegen und wollte unbedingt so eine ähnliche und habe halt gesucht. Und da habe ich gesehen, dass Maybelline so eine hat und... Das auch noch die Kollektion mit den Sternzeichen, es war halt ein Zufall und ich wollte Nude-Farben E haben mit meinen Sternzeichen drauf. Und dass der Lilane auch noch Skorpion-Sternzeichen von meiner Mom drauf hat, war irgendwie so ein Zeichen und deswegen habe ich halt beides mitgenommen. Ich weiß, wäre jetzt nicht notwendig gewesen, aber ja. Dann habe ich ein paar Ampullen mir gekauft. Ich habe mir von der Ingwer ganz viele gekauft. Ich zeige euch die mal so gut es geht. Da habe ich auch noch welche. Das ist schon die neue. Da habe ich auch noch zweimal die Ingwer. Dann habe ich da noch einmal eine Ingwer. Ich bin gestört, ich weiß. Und ich glaube, das war's mit den Ingwer. Dann habe ich leider gesehen, dass die Hanf, diese Chill-Out... Hanf darf man ja, glaube ich, gar nicht sagen, oder? Die Chill-Out-Ampulle aufgelassen wird wieder, leider. Die fand ich ja auch gut. Ich habe die, glaube ich, vor kurzem aufgebraucht. Oder nicht vor kurzem, im letzten, vorletzten aufgebraucht. Irgend sowas. Aber ich bilde meine, ich habe die leer gemacht. Und die war auch gut. Die hat, ist auch schnell einzogen. Weil die hat auch Aloe Vera und so drin und Hyaluronsäure. Und die finde ich jetzt auch gut eingezogen. Und ihr wisst ja, ich habe es ja gesagt. Die Cadera Vera-Ampullen fliegen mal runter. Nein, bunker ich bis zum, weiß ich nicht was. Also die werde ich bunkern. Egal welche Limited Editions es sind. Ich bunker sie einfach. Ihr habt sie gesehen, im letzten aufgebraucht war ich brav. Und habe sehr viele benutzt. Ich habe die eigentlich, also 2... 4, 5 Mal habe ich davon.
ja, ist weniger als die Ingwer, aber trotzdem geil. Dann gibt es eine neue Ampulle jetzt aktuell, das ist die Beauty Night. Und ich habe vor kurzem gejammert, dass es keine Nachtampullen gibt. Und jetzt gibt es Gott sei Dank eine speziell für die Nacht und auf die freue ich mich extrem. Die ist zwar auch leider Limited Edition, aber ihr wisst ja, ich liebe die Ampullen von Cataveria und kaufe sie mir immer, egal welche Limited Edition das ist. Und die Verpackung ist auch schon wieder so süß mit die Sternchen drauf. Deswegen, ja, bin gespannt, wie die sind. Ich werde auch ich werde bald eine verwenden davon. Ich habe mir nur zwei mitgenommen, weil ich will sie zuerst probieren. Und dann, wenn sie reduziert sind, bunkere ich sie wieder. Das mache ich ja immer so bei den Cataveria-Ampullen. Ich weiß, ich bin auch gestört. Ich bin wirklich gestört. Aber ich liebe die Ampullen. Einen Schlüsselanhänger habe ich mir auch gekauft von Action. Der hat nur 1,50 Euro gekostet. Ich fand den nämlich so cool für einen Autoschlüssel für meinen zukünftig, hoffentlich baldigen Autoschlüssel. Darauf komme ich jetzt nämlich zu sprechen. Ich habe mir von Ringana. Das ist eine, ich kann nicht so viel über die Marke sagen, weil ich nicht die Sachen kenne, aber eine Freundin von mir verkauft die nicht, ist eine Vertreterin, glaube ich, von den Produkten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und eine Arbeitskollegin hat erzählt, dass ihre, also die Tochter von einer Freundin, die Ringana-Kapseln verwendet hat, um besser lernen zu können. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Die haben 30 Euro kostet die Dinger. Aber ich glaube, da sind 90 Kapseln oder so drinnen. Ich habe das noch nicht einmal aufgemacht. Ich meine, die Verpackung ist ja mega geil. Ich habe mir gedacht, ich zeige es euch in dem Video, weil mal schauen, ob sie mir helfen oder nicht. Das Gedächtnis flott zu haben. Ah, wartet mal. Wenn man das aufmacht. Gut, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Da kommt was. Das Gedächtnis flott zu halten. Und dann macht man es auf und dann hat man die Kapseln. Tagesdosis 3 Kapseln. Oh Gott. Die Verpackung ist mega süß. Also die Verpackung ist echt, echt süß. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe von jemandem gehört, dass von einer anderen Freundin, die Tochter, ich versuche das irgendwie zu erklären, ich will ihr keinen Namen nennen, die Kapseln benutzt hat und sie beim Test Sachen wusste, die sie eigentlich gar nicht wusste. So, dann hat von einer Kollegin die Tochter die Kapseln auch benutzt. Ich weiß aber noch nicht, ob es bei der Schularbeit geholfen hat oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich wollte wissen, ob das funktioniert, weil was habe ich zu verlieren? Ich meine, ich habe sonst nie den Scheißführerschein. Also habe ich mir gedacht, mach mal was. Ich werde diese Dinger probieren. Werde hoffentlich jetzt wieder bald anfangen zu. Ich muss unbedingt mir eine Fahrstunde ausmachen. Weil bald ist auch Februar. Ich glaube, ich werde telefonisch eine Fahrstunde am Montag ausmachen in der Arbeit, wenn ich anrufe dort. Oder online, könnte ich auch machen. Ich werde auf jeden Fall demnächst eine Fahrstunde machen. Und werde die da auch vielleicht nehmen. Darf man das eigentlich? Aber die sind ja pflanzlich, oder? Egal. Und wenn ich lerne, will ich die auch nehmen. Angeblich soll das halt beim Konzentrieren helfen. Und ich werde es probieren. Was habe ich zu verlieren? Ich will endlich diesen dämlichen Führerschein haben. Ich will unbedingt diesen Führerschein haben. Was habe ich also zu verlieren? Deswegen gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie ich diese Ringana-Kapseln finde und ob sie mir geholfen haben. So, das war jetzt mal eine mega anstrengende Überleitung. Ich habe schon keine Stimme mehr vom Reden, weil ich schon so lange laber. Ich hoffe, euch hat aber das Video trotzdem gefallen. Ich weiß, ich habe ziemlich viel gekauft. Ich weiß, ich kriege immer da so blöde Meldungen, wo mich jemand anzipft. Ich habe es leider am Anfang des Videos vergessen zu sagen, weil ich finde auch traurig, dass ich das sowieso erwähnen muss, aber wer noch kurz Zeit hat. Ich bin halt jemand, der gerne einkaufen geht. Ihr wisst, ich liebe... Was ist das? Achso, die Strähne. Ich liebe Produkte. Ich sammle auch fast... Jetzt nicht mehr so wie früher. Ich versuche jetzt mehr eher zu benutzen. Ihr habt ja das Aufgebraucht-Video gesehen, also ich war relativ brav. Ich kaufe zwar viel, aber ich brauche auch viel auf. Ich bin eher so, wie sagt der Mickey immer, Team Minimalist oder so, sagt er immer. Ja, ich gehe halt gern einkaufen und ich bunker halt gerne Sachen und so bin ich nun mal. Also wenn das jemand nicht gefällt, dann braucht er halt einfach nicht zuschauen, oder? Ja, und wenn irgendwas kaputt wird oder wenn ich mir einen 158 Euro Duft kaufe, hat das niemanden zu interessieren, weil das ist ja mein Geld und jeder soll entscheiden, was er mit dem Geld macht, oder? Für was brauche ich da... Ich fand, in letzter Zeit finde ich das nicht mehr so leiwand. Also, mir ist das Videodrehen abgegangen, aber die Kommentare kotzen mich in letzter Zeit echt an.
Ich bin eigentlich nie jemand, der so jammert drüber, aber das zieht mich in letzter Zeit extrem an. Ich verstehe nicht, warum jemanden das stört, wenn ich mir so extrem teure Düfte kaufe oder extrem teure Düfte geschenkt bekomme. Das, finde ich, klingt ein bisschen schon nach Neid, oder? Wenn man sich drüber beschwert. Oder bilde ich mir das einfach ein? Aber egal. Mir ist auch wurscht, was in den Kommentaren kommt. Das, was ich kommentieren will, kommentiere ich. Das, was ich nicht kommentiere, kommentiere ich sowieso nicht. Das wisst ihr ja eh eigentlich von mir, kennt mich jetzt schon lange genug. Ich meine, ich mache 10 Jahre YouTube-Videos, wer es noch nicht mitbekommen hat, weil ich das Jubiläum verpennt habe schon wieder. Deswegen verstehe ich es nicht. Wenn man einen Kanal nicht gerne schaut, dann hört man einfach auf, ihn zu gucken. Meine lieben Kinder. Seht euch diesen wütenden Blick an, mein Scherz. Aber ich finde es ein bisschen lächerlich, dass man alles... Weiß nicht, ich finde nicht mal einen Ausdruck dafür, was einfach nur bescheuert ist. Es ist einfach nur bescheuert. Aber was soll's. Ja, ich werde jetzt mal den Scheiß wegräumen. Ich fürchte mich schon. Aber ich werde mal anfangen wegzuräumen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt der restliche Schluss dann nicht so leiwand war. Aber es kann nicht immer alles prickelnd und leiwand sein. Und ich hoffe, wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Und ich hoffe, dass ich das mit dem Kaufverbot einhalte. Aber das werden wir dann noch sehen. Bis zum nächsten Mal. Bye!